ich bin der Grumpy oder halt eigentlich Mark Oliak im echten Leben, aber Grumpy bei den Piraten oder Grumpy Old Man. Und hier im Augenblick im Hintergrund hören wir Chrissy reden. Wir sind hier halt mitten bei einem Satzungsänderungsantrag. Das hat jetzt nicht so viel mit der Landespolitik zu tun, aber halt eher mit der Bundespolitik. Für die Landespolitik, was ich hier auf jeden Fall wie immer mitnehmen kann, das ist vor allen Dingen mit ganz, ganz vielen Leuten aus ganz vielen Städten, Gemeinden, Kommunen reden, nicht nur in NRW, sondern auch bundesweit. Und da kommen immer ganz viele kleine Ideen zum Tragen, die ich dann im Nachhinein unbedingt jetzt noch wieder sammeln muss und selber dann wieder mit, hoppla, in die Landesebene zurücktragen kann. Und es geht halt hier auch immer schön kontrovers zu und offen und ehrlich. Und das ist genau das, was ich hier auch so befürworte. Im Augenblick spricht gerade Alexander Reinsch im Hintergrund. Man sieht das hier auch immer sehr schön auf den Leinwänden. Ansonsten für den Bundestagswahlkampf nächstes Jahr setzen wir ja auch auf jeden Fall zum Glück nochmal den nächsten BPT an. Viel wichtiger deswegen finde ich hier gerade die Niedersachsen zu fördern und zu unterstützen, weil Niedersachsen wählt ja im Februar. Und von daher, auch hier konnte ich jede Menge frischer Kontakte knüpfen, dass ich selber auch gesagt habe, ich werde Niedersachsen in diesem Wahlkampf wirklich aktiv mitten im Winter unterstützen. Ja.